Hi Leute, heute geht's darum, warum es das Beste ist, wenn du egoistisch bist, wenn du dich nur noch um dich kümmerst. Ja, und zwar, wenn ihr das Video jetzt schaut, versteht mich bitte nicht falsch und ich meine mit diesem Egoismus einen gesunden Egoismus. Also hört genau zu und verdreht mir bitte die Worte nicht im Mund. Ich spreche da von ganz anderen Dingen. Vielleicht, wer weiß. Auf jeden Fall geht es heute darum, wenn du dich um dich kümmerst, ist es das Allerbeste, was du auf der Welt machen kannst. So, aber was meine ich mit dem um dich kümmern? Egoistisch sein. Damit meine ich nicht, dass du irgendwie dir alles nimmst, was du gerade denkst, so. Oder andere darunter leiden. Sondern mit um dich kümmern meine ich, dass du dafür sorgst, dass du glücklich bist. Und das ist das Beste, was du für die Welt machen kannst. Das ist das Beste, was du für deine Mitmenschen machen kannst. Das ist das Beste, was du für dein Kind machen kannst. Wenn du ein Kind hast, dann denk nicht, oh, du musst jetzt arbeiten, musst Geld verdienen, musst, was weiß ich, machen, um dein Kind irgendwas leisten zu können. Glaub mir, die Zeit, die du mit dem Kind verbringst, wenn du glücklich bist, ist viel wichtiger, ist tausendmal wichtiger für das Kind so. Das Kind kriegt mit, wie du drauf bist. Wenn du schlecht drauf bist, dann gibst du das dem Kind mit. So, wenn du gestresst bist, wenn du in Hektik bist, wenn du nicht gut drauf bist, dann ist das, was du mitgibst. Es sind deine Taten, die du vor allem an Kinder weitergibst und auch an jeden anderen. Es ist das, was du ausstrahlst. Guck mal, wenn du glücklich bist, dann springt die Freude über. Vielleicht merkst du das, wenn ich lache. Wie geht's dir dann? Geht's dir scheiße dabei? Nein. Vermutlich bereitet dir das auch ein Schmunzeln so. Glück ist das Einzige, was man teilen kann mit anderen und mehr wird. So. Dein Glück kannst du mit jedem teilen. Und das ist der springende Punkt. Wenn du dich richtig um dich kümmerst und dafür sorgst, dass du glücklich wirst, und dazu muss man sich auch mal unangenehme Themen bei sich anschauen. Selbstreflexion ist da gefragt. Und ein bisschen Disziplin vielleicht, je nachdem. Sobald der Wille, sobald der Antrieb da ist, sobald alles in die richtige Richtung gesetzt ist, dann steht deinem Glück eigentlich nichts im Wege. Du musst dir nur die Dinge anschauen wollen, die deine Themen, nicht die Schuld bei anderen zu. Und wenn du zum Beispiel egoistischerweise sagst, hey, ich mache heute Yoga oder ich mache heute eine Meditation oder ich mache heute eine Atemübung, egal wie man das nennt. Einfach eine Übung, die dich in eine positive Richtung bringt, die positive Muster jeden Tag bei dir stärken. Oder du kümmerst dich darum, dass du ein gutes Essen hast, dass du nicht irgendein Fastfood in dich reinhaust. So. Du kümmerst dich um dich. Das ist das Beste, was du machen kannst. Du nimmst dir jeden Tag eine Stunde Zeit für dich, um Dinge zu reflektieren, die passiert sind. Du hörst auf, die Schuld bei anderen zu suchen. Du schaust, was du an der Situation ändern kannst. Veränderst es. Wenn du es nicht verändern kannst, kannst du die Situation verlassen. Oder du akzeptierst es. Also, ja, das sind die Möglichkeiten. Und diese Art von Egoismus ist wirklich das Beste, was du für deine Mitmenschen machen kannst. Setz dich jeden Tag eine ruhige Stunde hin und nimm dir eine Stunde Zeit für dich.
keine Stunde Zeit für einen Fernseher, keine Stunde Zeit für ein Buch nicht mehr. Am besten. Das Beste wäre es, wenn du dich jeden Tag eine Stunde hinhockst, einfach nur schaust, was in dir vorgeht. Einfach die Dinge mal zulässt, selbst reflektierst und dich um dich kümmerst. Ja. Das wünsche ich dir. Ja, weil Glück ist ansteckend. So, was du ausstrahlst, sendest du in die Welt. Wenn du nicht gut drauf bist, dann sendest du das in die Welt. Dann sendest du das an deine Mitmenschen. Deine Frau kriegt es mit. Dein Chef kriegt es mit. Dein Mann, egal wer. Also, sei egoistisch, kümmere dich um dich. Nimm dir die Zeit, Ruhe zum Reflektieren, um positive Muster zu schaffen. Das ist das Beste, was du für die Menschheit, für deine Familie, Freunde und dein Umfeld tun kannst. Jeder Mensch, der dir begegnet, sei es nur die Frau beim Bäcker, wenn die ein Lächeln auf dem Mund hat, dann lächelst du zurück und denkst dir, hey, wie schön. Aber wenn ein Busfahrer drin hockt und du kommst und willst ein Ticket kaufen, dann schau dich grimmig an und pumpt dich irgendwie an. Sagt, er ist der falsche Bus. Denkst dir auch so, was ist denn das Kleine? Dir geht's erstmal beschissen und denkst da den ganzen Tag drüber nach, so vielleicht hat er einfach nur einen schlechten Tag gehabt. Aber der Punkt ist, dass er strahlt es aus, wie er drauf ist. Wenn der gut drauf ist, dich angrinst und sagt, hey, schönen guten Tag, dann lächelst du auch zurück. So. Also kümmere dich darum, dass du glücklich wirst. Jeden Tag. Macht's gut, Leute. Ciao.